Let me check the recording to make sure everything's okay. So just speak as much as you want. Okay. Be funny, be yourself, be calm, whatever you feel. Okay. Yeah. War ja sehr jung zu der Zeit, 1984, und meine Begegnung mit Kunst in Angola war sehr unbewusst. Ich war zwar umgeben, auch im Privaten, von vor allem traditionellen afrikanischen Kunst, aber was die Kunstwelt wirklich ausmacht, global gesehen, auf der ganzen Welt, waren wir überhaupt nicht bewusst. Und als ich dann in die ehemalige DDR gekommen bin, 1984, da habe ich erstmal Museen an sich entdeckt. Museen, große Museen, da ich war sehr viel in Museen. Ich habe dann auch kurz darauf meinen Mann kennengelernt, der ja Künstler war und ist. Und mit ihm bin ich dann in vielen Museen gegangen und habe erstmal für mich erschlossen, dass es eine Welt gibt, wo man selbst Kunst machen kann. Das wurde mir erst dann bewusst. Und ja, und ich habe vor allem die Kunst entdeckt, die mir nicht so geläufig war, die westliche Kunst, auch die alte westliche Kunst. Und da fing praktisch meine Auseinandersetzung mit der Kunst und mit dem künstlerischen Erbe meines eigenen Landes begann da. Also bis dahin war ich ganz natürlich damit umgeben, aber mit meinem Kommen nach Deutschland, also in die ehemalige DDR, wurde mir bewusst, dass ich selber ein künstlerisches Erbe in mir trage. Und das war entscheidend für meinen eigenen künstlerischen Prozess und für mein Entdecken meiner eigenen künstlerischen Innenwelt. Mein künstlerischer Erbe konnte ich in dem Sinne gar nicht integrieren, weil er war in mir. Also ich fing ja an, künstlerisch zu arbeiten mit Masken. Das waren die ersten Sachen, die aus mir sozusagen kamen. Und das war ganz natürlich. Ich habe ja nicht so gedacht, jetzt muss ich mein Erbe hier umsetzen in Kunst. Nein, ich fing an zu arbeiten. Erstmal ganz spielerisch. Ich fing ja so mit ganz kleinen Masken an und war selber verwundert, was da rauskam. Also nach 2, 3 kleinen Masken wurde mir das Format sehr klein und ich fing dann an zu bauen und die wurden immer größer. Und sehr groß. Ich meine, die größten Masken waren weit über 2 Meter hoch. Und das sprudelte nur so aus mir heraus. Und da merkte ich auch, dass ich wirklich etwas in mir trage. Und ich denke, jeder Künstler trägt auch seine Kultur und sein künstlerisches Erbe in sich, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Ein deutscher Künstler hat auch ein künstlerisches Erbe. Ich konnte das immer sehr begleiten anhand der Kunst meines Mannes. Und mir wurde dann nach und nach, also sagen wir mal im Laufe der Jahre bewusst, weil ich mich selber damit auseinandergesetzt habe, wo kommt denn das her? Aber diese Masken und ja, die waren, das ist so ganz natürlich, also ich habe es nicht bewusst integriert. Und was die Malerei angeht, die ja später dann etwas später anfing, aber auch noch in den 80er Jahren, Da war im Prinzip der gleiche Prozess, aber der war bewusster, weil ich durch die Auseinandersetzung mit der europäischen Kunst auch ganz handwerkliche, ganz theoretische Fragen gestellt habe, die ich vorher nicht gestellt hatte, die mir gar nicht bewusst waren. Fragen wie Komposition, Fragen wie Technik und so weiter. Das spielte dann in der Malerei von Anfang an eine wichtige Rolle. Und da hatte ich zum Glück auch meinen Mann, der ein exzellenter Maler ist und der mir sehr viele Tipps und überhaupt mir viele Dinge beigebracht hat. Also sage ich immer, er ist ja mein Lehrer in der Malerei und überhaupt in der,
in der Kunst, weil er konnte mir sehr viele wertvolle Tipps geben, dass ich das erstmal verstehe, wie ein Bild funktioniert oder was die Aufgabe eines Bildes auch ist oder was die Wirkung eines Bildes erzeugen kann. Da habe ich das schon, meine Erfahrungen in Deutschland umgesetzt von Beginn an. Was Fragen von sexueller Identität und Kultur oder wie der zweite Teil der Frage war, kann ich schwer beantworten, weil die weibliche Sexualität kann ich nicht integrieren. Ich bin ja eine Frau, ich weiß ja gar nicht, wie ein Mann fühlt oder wie er anders malen würde. Von daher ist diese Frage der weiblichen Sexualität einfach gegeben, ist Teil von mir, wie mein Arm oder meine Haare, keine Ahnung was. Und das fließt natürlich in meine künstlerische Arbeit, da ich es nicht abstellen kann und auch nicht abstellen will. Von daher, sagen wir mal so, in den letzten Arbeiten spielt das schon eine bewusstere Rolle, weil ich Mutter bin, ich bin auch Großmutter und diese Frage der Weiblichkeit spielt in meinen Bildern, vor allem in den späteren Bildern, eine sehr große Rolle, weil ich mich mit diesen Themen Leben und Leben geben und Fortführen des eigenen Selbst mich sehr damit auseinandergesetzt habe. Mit den späteren Bildern. Und auch das, was ich mitgebracht habe von Geburt an, die Kultur aus Angola, ja, und die Rolle der Frauen dort, die ja eine sehr gleichberechtigte, eine sehr mächtige ist. Wurde mir mit meinem eigenen Erwachsenwerden, sagen wir mal so, mit meinem eigenen Frauenleben im Laufe der Jahre immer bewusster. Und es war mir auch ein Anliegen, das umzusetzen, ohne dass ich gedacht habe, so jetzt muss ich starke Frauen malen oder so. Liegt einfach an meiner Biografie, sagen wir mal so, in meiner Biografie. Die Masken habe ich nicht konzipiert. Ab und zu habe ich eine kleine Skizze gemacht auf Papier, aber habe mich meistens nicht dran gehalten und das war auch sehr selten. Die Masken sind fast zu 100% sehr spontane Werke. Das kann man sich kaum vorstellen, weil die zum Teil auch sehr groß sind. Aber ich fange an zu arbeiten, ich fange mit einem Draht an und die Maske wächst. Und manchmal denke ich, die muss jetzt fertig sein, aber dann baue ich noch was dran. Und wie eine Maske dann letztlich aussehen wird, weiß ich bis zum Schluss nicht, bis ich sie dann bemalt habe. Und manchmal habe ich die schon bemalt und dann baue ich dann doch wieder was an. Also die sind sehr, wie so eine Maske fertig ist, kann dann, also vor allem die großen, kann locker so ein halbes Jahr, ein Jahr vergehen. Das sind so Gebilde, die wachsen wie so eine Koralle. Also da habe ich kein Konzept. Natürlich, die Technik muss ich beachten. Die habe ich dann auch sehr perfektioniert, sage ich mal so. Ist ja logisch, ich habe sehr viele Masken gemacht. Und man muss auch so eine Idee haben von Statik und von Komposition schon, was passt gut zusammen für das, was ich dann möchte. Aber ja, da sind sehr, sehr organische Gebilde, sagen wir mal so. Bei den Bildern habe ich manchmal so eine Grundidee und da fange ich das Bild an und merke dann aber, dass die Grundidee nicht passt. Die Grundidee passt nicht und dann ändere ich da. Bei den Bildern habe ich so meistens eine Idee vom Bild, was ich machen möchte. Ich fange dann an und dann zeigt sich das Bild von selbst. Dann merke ich, ja, das muss jetzt in die Richtung gehen oder in die Richtung. Dann stell ich auch fest, dieses Bild hat mit bestimmten Dingen zu tun.
sozusagen das Bild zeigt sich, sage ich ja immer. Und oft auch so mit ganz persönlichen Dingen. Am besten wäre das in so einem, mit so einem Beispiel, zum Beispiel, es gibt ein Bild, das habe ich 2020, glaube ich, 2021 gemalt, das heißt Do You Remember? Und beim Beginn dieser Arbeit war mir das überhaupt nicht bewusst, etwas stimmte nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass dieses Bild bestimmte Gefühle in mir ganz stark hochgebracht hat. Und ich begriff, dieses Bild hatte mit einer Zeit in meiner Jugend zu tun, wo ich mit meiner Schwester und meiner Cousine eine sehr schwierige Zeit hatten. Und ja, und dann war mir klar, womit dieses Bild zu tun hat, ohne dass es ein Porträt von uns dreien ist, ja. Und was die kompositorischen Dinge angeht, ist es so, dass ich die westliche Renaissance-Malerei sehr, sehr, sehr stark untersucht habe und sehr schätze und sehr, sehr geeignet finde für meine Arbeit. Und dann bestimmte kompositorische Dinge, vor allem die Komposition und auch figürliche Dinge, habe ich in meine eigene Sprache dann umgesetzt. Das ist der Punkt, wo ich mich gerade mit meiner Malerei auch befinde und die ich weiterhin untersuchen will, wo mich das dann hinführt. Ja. Da sind ja viele Materialien in so einer Maske, nicht? Also das ist die Plastik, das ist was anderes. Ich habe auch Plastik gemacht und die dann in Bronze gießen lassen, habe auch viel mit Gips gearbeitet, so andere Sachen gemacht und mit Ton. Aber bei der Malerei mag ich Öl. Ich habe angefangen mit Ölkreiden zu arbeiten auf Papier. Und jetzt arbeite ich eigentlich ausschließlich mit Ölfarbe auf Leinwand, manchmal auch auf Holzplatten. Aber das sind die Materialien, die ich sehr mag. Mit denen arbeite ich sehr gerne. Ölfarbe lässt sich so ein bisschen wie Skulptur behandeln. Ja? Ölfarbe kann man so ein bisschen formen. Ein Kontext, das ist die angolanische Kultur, das ist in mir, das ist mir von Geburt gegeben. Und das kann ich gar nicht herstellen, das ist einfach so da. Und den europäischen Kontext, sagen wir mal so, ich sage jetzt nicht konkret Deutschland in dem Sinne, weil das ist ja die westliche Kunst, das ist ja ein ganzer Komplex. Das habe ich doch schon auch alleine durch den Zusammensein mit meinem Mann, der ja Deutscher ist, sehr stark analysiert und betrachtet und auch genossen. Und das fließt ja ganz natürlich in meine Kunst. Insofern ist meine Kunst, sagen wir mal, die perfekte Ehe, perfekte künstlerische Ehe zwischen der westlichen Kunst und der angolanischen, was heißt westliche Kunst, sagen wir mal so, deutschen Kunst und angolanische Kunst, so empfinde ich das, ja, aus einer sehr subjektiven künstlerischen Sicht, nämlich meine Sicht. Ich freue mich zum Beispiel darauf, dass diese Masken, die doch schon vor so vielen Jahren entstanden sind, nun wieder so eine Rolle spielen, dass ich wieder Lust habe, mich der Plastik zuzuwenden, in welcher Form auch immer, das steht noch nicht fest. Und ich freue mich in Bezug auf Malerei, das ist ja so, dass ich verschiedene Projekte habe, die ich umsetzen will, über die kann ich noch gar nicht so sprechen, weil die nicht so konkret sind. Die haben aber auf jeden Fall mit Geschichten zu tun, mit Geschichten und mit Geschichte zu tun. Und meine Bilder sind, meine künstlerische Arbeit ist immer sehr persönlich, sehr individuell. Mein Anspruch ist überhaupt nicht pädagogisch. Niemand soll mit meiner Kunst irgendetwas lernen. Es ist eine sehr individuelle Sicht auf mein eigenes Leben, muss ich sagen. Und in dieser Hinsicht möchte ich die Geschichten erzählen, die mit meinem Leben zu tun hat, mit dem Leben meiner Familie,
mit dem Leben meiner Nachkommen, mit meinem, also mit meinem Leben, dem möchte ich mehr in diese Richtung gehen. Natürlich, jedes Leben ist in einem sozialen Kontext, das kann man nicht abstreifen, ist ja immer gegeben. Aber erstmal ist das, was mich jetzt so interessiert. Und als Umsetzung von Projekten freue ich mich natürlich sehr über meine demnächst stattfindende Ausstellung, wo ich beteiligt bin, eine sehr große Ausstellung im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main. Das wird bestimmt auch spannend für mich, weil dort werden auch meist fast nur ältere Arbeiten gezeigt. Auch Masken und ältere erste Malereien auf Papier, die auch sehr maskenhaft waren. Sie sind sehr persönlich, sind meine Innenwelt. Ich staune immer, wenn die so Gefallen finden, weil die sind sehr, sehr persönlich. Alle, seien es die Masken, seien es die Malereien. Ich muss sagen, es ist eine sehr egoistische Kunst. Ich möchte niemandem so extra was geben, was zeigen, was beibringen, überhaupt nicht. Es ist meine Innenwelt.